Willkommen zurück, liebe Freunde, zu einem neuen Part Let's Play Evoland 2. Wir sind hier in einer ziemlich großen Grotte angekommen und hier ist sogar ein Point of No Return. Wir kommen gar nicht mehr zurück. Da ist noch eine Truhe. Mal sehen, wo es jetzt hier... Natürlich stürzen diese Steine ab. Noch überall lang geht für uns. So, was zur Hölle ist das? Okay, die Steine spawnen wenigstens neu. Das sieht nach einer Tropfsteinhöhle hier aus. Ist das Wasser? Können wir schwimmen? Ja, wir können schwimmen. Wir haben eine Sauerstoffanzeige. Okay. Gut zu wissen. Wir können tatsächlich ziemlich lange die Luft anhalten. Gut, das haben wir gelernt. Da oben ist die Truhe. Okay, man kommt von der Seite an die Truhe ran. Da will ich erstmal hin. So, hep, hep. Okay. Oh, Lava. Ja. Kommen wir jetzt schon zum Mittelpunkt der Erde oder was? Okay. Hep. 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 Komm schon. Okay, kurze Pause einlegen. Und hep. Hep. Wenn die Truhe das jetzt nicht wert war. Komm schon. Stern oder irgendwas. Nee, rote Pampe. Glaubt ihr, sie lebt? Jetzt haben wir schon zwei von diesen Pampen. Grüne und rote Pampe. Okay. Ach, wir haben die Schwerkraft als Inventar-Item. Das ist schön. Wir besitzen sie jetzt. Schwerkraft ist unsere. Okay. Dann wieder zurück. Hier geht's noch weiter runter. Die schalten wir auch mal schön aus. Was auch immer das für Viecher sein sollen hier. Aua. Oh Gott, da. Oh, da sind ja richtig viele davon. Oh, oh. Und natürlich ist da Lava. Warte mal, warte mal, warte mal. Hey, halt dich fest. So. Und jetzt? Oh nein, das war schon wieder der falsche. Okay, da muss ich mich doch dran gewöhnen. Dann warten wir halt nochmal. Versuchen möglichst viele davon ins Spiel zu kriegen. Und tschüss. Jawohl. Au. Nein. Wieso hast du dich denn nicht festgehalten, Mann? Oh. Okay. Aber warum sollten wir das hier kaputt machen? Nur um in den See zu kommen und zu wissen, wie man schwimmt. So, haben wir jetzt noch die Pampe? Ja, rote Pampe haben wir noch. Dann müssen wir den Weg nicht nochmal gehen, aber hier halt nochmal lang. Falsche Seite. So. Perfekt. Ohne Schaden. So, und jetzt das gleiche Spielchen nochmal, aber bitte danach festhalten. So. Mann, letztes Mal sprang da aber viel mehr raus. Festhalten. Sehr schön. Warum nicht gleich so? So, hier haben wir nochmal einen Speicherpunkt. Super, brauche ich. Will ich wissen, was unten auf mich wartet? Ich will's... Nein. Wow, oh Gott. Okay, gut, gehen wir Abgrund. Gut. Da war ja ein Speicherpunkt. Okay, müssen wir auch wieder schnell sein. Aber wo ist... Okay, einfach rüber, 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 so, hep, und... Ja. Got it. Ah. Und wir sind da. Oh mein Gott. Was seid ihr denn jetzt für Viecher? Kriegt ihr einfach Schaden, oder... Ist das ein Panzer, den ihr da habt? Nee, okay. Yeah. Schade, dass man nicht nach oben und unten die Schläge ausführen kann, sondern nur seitlich. Level up! 2 Angriff, 2 Verteidigung und 6 Energie dazu. Oh ja, die Energie brauche ich. So. Jetzt sind wir hier. Kann ich, wenn ich die Attacke aufgeladen habe, noch springen? Ja. Hep. Boom.
Sehr schön. Das funktioniert. Ist hier unten auch wieder ein Abgrund oder geht's da irgendwo? Nö, Abgrund. Gut. Ja, kein Problem. Machen wir das halt nochmal. Wir haben ja den Bogen raus. Hä? So. Hep. Einmal alle killen, bitte. Hep, hep. Ey, ach. Einmal zu spät gedrückt. Warte mal. Können wir dich noch loswerden vorher? Danke. Hep, hep. Dich. Oh. Könnt ihr mal bitte verschwinden? Danke. Ey, ich hab doch gedrückt. Oh. Dam, dadadam, dam, dam, dam. Was zum... Das... Ist das immer ein Tick zu spät erst? Aha, jetzt hat's geklappt. Komm mal her, komm mal her. Suppi. Na, das läuft doch spitze. Speicherpunkt zu Speicherpunkt. Dum, 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 dum. So. Fledermäuse können wir auch abhaken. Oh nein, die Münze ist in Abgrund. Wie komme ich jetzt dahin? Da hätte ich mich von da fallen lassen müssen, oder? Ich kann hier nicht von dem Gitter aus springen. Komm nicht mehr höher. Da ist doch bestimmt noch eine Truhe. Oh nein. Ja, dann... Ah. Merken oder sterben, merken oder sterben. Ich merk's mir. Ah! Ich hoffe, das ist jetzt hier bald der Weg zurück. Ist hier noch was Schönes? Mach mal auf. Und ein roter Juwel jetzt, oder was? Nein! Schlüssel zur Kanalisation. Ja, das Aroma der toten Ratten geht von ihm aus. Na, lecker! Okay. Den ersten Schlüssel haben wir, aber jetzt müssen wir noch den blauen Pfad verfolgen. Beziehungsweise erstmal wieder nach oben zurückkommen. Oh oh. Komm ich da ran? Möglichst hoch? Nein! Ach doch, okay. Kann von hier aus springen. Ey! So. Die Truhe nehme ich auch gerne mit. Grüne Pampe! Pfui, ist die klebrig! Und zweimal jetzt. Okay, mal sehen, zu was die noch nützlich ist. So, jetzt müssen wir uns hier nur noch einen Weg... Ah! Uhuhu, das war knapp. Einen Weg durchbahnen. Hauptsache, wir kommen... Wow. Nein! Ach! Wo war der letzte Speicherpunkt? Okay, da unten, das geht ja noch. Sehr schön. Das hat wieder für ein Level abgereicht. Plus 4 Energie. Je mehr Energie ich habe, umso beruhigter bin ich. Weil das ist hier echt langsam notwendig auch. Komm mal runter. Und sonst komme ich hoch. Okay, wir müssen scheinbar da hoch irgendwie. Hup. So, da will ich auch noch mal ran. Aua, aua, aua. Nee, ich sterbe jetzt. Ich dachte nicht sterben, Mann! Und nochmal von vorne. Naja, wenigstens kriegen wir davon gute Erfahrungspunkte. Oh.
bisschen trainieren in den komischen Grotten unter der Kanalisation hier. Konnten wir den nicht? Komm schon. Nee. Wahrscheinlich von weiter drüben, aber nee. Das ist mir nicht wert. Okay. So, diesmal schaffen wir es aber. So. Mann! Warum hält er dich denn nicht fest? Das gibt's doch nicht. Naja, so erreichen wir ein Level nach dem nächsten. Oh, nur plus ein Angriff, wirklich. Ist ja gar nicht gelohnt. So. Aua. Warte mal, da müssen wir hoch. So. So, jetzt aber. So, man kommt da aber wieder rüber. Ja, natürlich. Warum hat denn das vorher nicht geklappt? So, wo landen wir, wenn wir jetzt hier... Aha, das sieht doch schon wieder nach Zivilisation aus. Ah, wait. Warum bin ich da vorher nicht runtergegangen? Hab ich mich bewusst für den Weg hier entschieden? Boom. Okay. Oh nein, nicht jetzt wieder sterben. Der Speicherpunkt ist jetzt tatsächlich ein bisschen weiter zurück. Okay, auf die Energie kann ich pfeifen. Das würde mir jetzt nur mehr abziehen, als es mich heilt. So, jetzt sind wir wieder in der Grotte. Der schon wieder! So. Mach mal kaputt. Whoa. Der hat's echt drauf, der Junge. Okay. So, Speicherpunkt nehme ich gerne wieder an. Wo war jetzt... Ne, da hier war nur eine Kiste. Die haben wir eingesackt. Ich will eigentlich diesen einen Weg da nochmal lang. Das heißt eigentlich nochmal den... Ja, okay, das war jetzt doof. Gut, dann müssen wir den Weg mal so lang gehen. Okay. Wo war das jetzt? Irgendwo bin ich zu früh runtergesprungen. Ich glaube, ich weiß es noch. Es müsste jetzt hier bald kommen. Nur aufpassen. So. Das war nur ein Abgrund. Aber... Ja. So. Da unten, da ist doch das. Man sieht die Kiste sogar schon. Und die habe ich verpennt. So. Genau. Da auf der anderen Seite. Jetzt sind wir ja auch geübt hier in den ganzen Kletteraktionen. Und neues Level up. Plus eine Verteidigung, plus vier Energie nehme ich. So, laufen wir woanders hin. Danke.
Mann! Dasselbe Problem wie eh und je. Er hält sich nicht fest. Aua, okay. Jetzt wurden wir runtergeschubst. So, einmal. Und bleib da, wo du bist. Sehr schön. Speicherpunkt. So, Achtung, jetzt aufpassen. Nachdem wir hier die Fledermäuse gekillt haben, hier drüben jetzt runterfallen. Ja. Perfekt, Urikon-Erz. Das könnte wichtig werden. Und das sieht aus, als wäre das irgendwie eine Falle, aber ist scheinbar nichts Besonderes. Yep. Yeah. So, jetzt einfach schnell den Weg nach oben wieder zurückgehen. Ohne uns jetzt hier groß aufzuhalten, hier ist eh keiner mehr. Haben wir alles schon gekillt, sehr schön. Und dann können wir jetzt den blauen Rattenweg langlaufen. Ich vermute jetzt einfach mal, diese Leiter hat sich erst gebildet, nachdem wir unten die Truhe geöffnet haben, oder? Sonst hätten wir da ja schon langlaufen können. So, einen Schlüssel haben wir, aber wir gehen natürlich noch hier lang. Und oben ist dann der Rückweg. Oder warte. Ja doch, wir kommen ja da nicht hoch. Alles klar, also gehen wir hier runter. Ah. Gut, und jetzt haben wir natürlich bei dem anderen Weg erfahren, dass wir schwimmen können. Also, ja, was seid ihr denn? Ihr seid doch voll Mario-Bloopers. Speichern. Schön, dass in regelmäßigen Abständen überall so Speicherpunkte sind. Außer natürlich bei Bereichen, die extrem challengen sollen. Logisch. So. Nein, 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 nein. Okay. Warte. Wir brauchen den Dude. Wie soll ich da oben rankommen? Da gibt es doch bestimmt irgendeinen Rückweg von oben dann. Okay, nicht voll. Oh, sind das Minen? Mit dem Schwert kann ich. Ah, ich brauche Luft! Okay, man ertrinkt wenigstens nicht sofort, sondern nimmt nur Schaden dadurch, aber oh geil. So, komm mal her. Ist hier noch was Schönes drunter? Nö. So. Stirb! Am besten gar nicht erst berühren, die Teile. Die sehen so schon gefährlich genug aus. Au, okay. Aber sie explodieren wenigstens nicht. So, einmal speichern. So, und ich denke mal hier, das ist jetzt der Weg zur Truhe hoch. Ja. Einmal bitte. Bam! Unerwartet. Und die kriegen wir doch noch bestimmt was Schönes. Yeah. Stern? Yes! Nummer 6 von 30! Wuhu! Dum, dum, bum, bum, badum, dum, dum. Jetzt hätte ich gerne den Speicherpunkt. Bisschen zu früh schon aktiviert. Hoffentlich kommt bald. Alles klar. Bist doch auch. Also. Vom Stil her erinnerst du mich auch an einen Mario-Gegner, so einen Sparky oder wie die heißen. Aber du bist hier scheinbar irgendeine komische Krabbe. So, Elf, nehme ich gern. Da komme ich nicht ganz ran, schade. Wobei, vielleicht von der Treppe oben. Nehme ich. Komm mal her. Dich will ich noch einsacken.
Yeah! Kann man euch eigentlich irgendwas anhaben? Nein. Ihr seid unverwundbar. Wie gemein ist das denn? Okay, warte, warte. Jetzt und einmal drüber und da hoch und yeah! Okay. Oh, warte. Kann ich... Warte mal, wo komme ich an, wenn ich hier hochgehe? Zu einem Speicherpunkt. Aber okay. Da unten geht's noch runter. Da will ich auf jeden Fall noch hin, Freunde. Aber das erst beim nächsten Mal. Gibt's noch echt eine Menge zu erkunden. Aber es ist ja eigentlich überschaubar. Wir wissen jetzt, okay, wir haben die rote Passage auf der rechten Seite schon abgeschlossen. Jetzt sind wir hier links. Hier geht's doch irgendwo geheimnisvoll hin. Gucken wir uns beim nächsten Mal an. Und dann sollte der zweite Schlüssel auch nicht mehr lange auf sich warten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Bleibt weiterhin am Ball, dann werden wir gemeinsam den zweiten Schlüssel finden und hoffentlich endlich mal diese Höhle hier verlassen. Ich bin schon sehr gespannt, wo wir dann rauskommen werden. Ich hoffe, ihr auch. Und bis dahin sage ich wie immer, Cheerio!